Guten. Wir fangen erstmal damit wieder an, uns grundlegend gut zu mobilisieren. Und dafür gehen wir erstmal einmal auf den Knie und in die Türflüsterposition. Und von da beugen wir uns einmal vor, gucken nach oben und gehen dann zurück und schwenken uns nach hinten. Das ein paar Mal für uns selber, um locker warm zu werden. Beim Hochgehen ruhig den ganzen Rücken richtig durchdrücken. Und hier dann erst mit dem Becken zuerst Stück für Stück die Wirbelsäule durchzuswappen. Und zurück. Geld raus. Jetzt könnt ihr dabei langsam in den Hüften breiter werden. Ihr könnt die Füße zusammenlassen oder auseinandernehmen. Ich persönlich finde es ein bisschen schwieriger, desto breiter die Füße auseinander sind. Und dann einfach Stück für Stück vor und zurück. Ey, das hat sich verleimt. Was, Stück für Stück vor und zurück? Genau. Das kam so intelligent, Olli. Das kam so aus dem Nichts. Ich wusste gar nicht, dass ich so wortgewandt bin. Das müssen die reduzierten Schläge auf dem Kopf sein. Ja, ne? Dann kommt die Initiale raus. Jetzt wird's doch was mit dem Nobelpreis. Was war Abiturlach, ne? Was war Abiturlach? Was? Ja, Abitur. Was für eine dumme Bemerkung von dir gewesen. Das war eine Anstrengung. Weil ich deine Intelligenz angezweifelt habe. Aber das lernst du noch, wenn du Abitur machst. Gut. Wenn ihr dann wieder in die Vierfüßlerposition kommt, nehmt ihr einmal eure Hände und lasst die gerade und beugt euch über die Arme, sodass die Schultern nicht mehr mit den Handflächen auf einer Linie sind, sondern beugt euch mal über, leicht federn vielleicht und wieder zurückkommen. Wenn das gut läuft, dreht ihr die Hände einmal um, sodass die Innenarm, Unterarmseite nach vorne zeigt und beugt euch nochmal nach vorne, so entlastet ihr sie dann und geht dann Stück für Stück für Stück zurück dahin, wo ihr es am angenehmsten findet. Meine Nase nur. Nein, Winde. Genau. Dann beugt ihr euch ein bisschen nach hinten und lasst die Handflächen vom Boden abkommen. Dann leicht die Finger, ganz entspannt, müsst die Arme nicht mehr gerade lassen, bis ihr wieder mit den Haaren raus seid. Dann einmal schütteln. Die Hände jeweils nach vorne zu machen und nach innen zur Brust drehen, um einmal die andere Seite nochmal anzuspannen. Einmal öffnen, einmal die Hände ausschütteln. Und jetzt im Sitzen einmal. Ich zeige es von der Seite. Hebt ihr euren Arm vor euch über den Kopf. An dem Punkt, wo ihr jetzt merkt, ihr müsst zur Seite rausgehen, dreht ihr die Handfläche nach außen. Versucht den Oberkörper so lang wie möglich gerade zu lassen, um dann Stück für Stück mitzugehen und drückt euren Arm die ganze Zeit nach hinten. Die Handfläche zeigt jetzt nach außen, bis ihr unten seid. Unten angekommen gibt es dann den Punkt, da dreht sich bei mir die Schulter automatisch wieder nach innen ein. Ihr geht wieder hoch und macht das gleiche nochmal. Soll hier vorne öffnen. 5-mal pro Arm oder 7-mal, wie es euch gefällt. Drückt die Schulter richtig schön nach hinten. Fokussiert sie trotzdem im Gelenk, sodass ihr merkt, der Muskel hinten am Rücken, unter der Schulter, zieht sich nochmal zusammen und ist ja aktiv, sodass es sich angenehm diese Streckung anfühlt. Fünfmal pro Arm. Wenn ihr damit fertig seid, einmal nochmal die Arme ausschütteln, nach vorne kommen und einmal die Hüften nach links und rechts drehen, um dann auch nochmal locker und warm zu werden.
Wunderbar. Gut. Dann setzt euch einmal auf die Knie. Legt euch nach hinten und presst Hände an den Füßen und drückt das Becken nach oben und streckt euch so nach hinten. Wenn ihr merkt, ihr könnt auf die Unterarme super und dann zur Entspannung auch für den Sieg. Auch für den Sieg. Ich weiß ja nicht, was ich mir. Zum Glück, aber ich habe den Sattel ins Auge bekommen, weil das auf den Abstand. Ja, ihr könnt den pressen, ne? Dann nach vorne kommen, einmal nach vorne rollen. Einmal aufstellen, ich zeige es einmal von der Seite, hier seht ihr eure Hundehaare. Hier liegt euer Lieblingsfallen. Wer hier so gerade steht, tut es da hin oder runter, drückt ihr mal hier. Der Fall streckt es nach vorne aus. Streckt es dann einmal durch. Während hier alles gerade ist, könnt ihr Hände zur Seite nehmen nach unten und beugt euch einfach nur mit eurem Kopf zu Knie, sodass ihr hier in der Hinterseite Streckung spürt. Vielleicht auch hier, vielleicht auch hier. Ziel ist aber hier zu öffnen, ihr könnt ihr vielleicht die Seite bewegen. Guck die Uhr. Oh, schön. Nice, Mann. Ja. Ei, nice, Scheiße. Nice, nice. Nice. Ich dachte in Frankreich, ne? Hä? Nizza? Nizza? Ja. Ja, war schon wieder sehr witzig. So, dann aus der Position. Stehen bleibt, wo es ist und dieses Bein geht einmal zur Seite und ihr drückt euer Becken einmal nach vorne und nach hinten. Wenn ihr das 5 bis 10 Mal habt, kommen die Beine wieder zusammen. Das andere Bein ist dran. Einmal nach vorne zu strecken. Ich habe das falsche Bein genommen, egal. Kriegt das hin? Ich wurde abgelehnt von der kleinen Hina. Da geht sie. Da geht sie. Den ersten Vorfall hast du verstanden. Gut, ich bin da auch verstanden. Nein, sie legt mir mal weg. Jetzt richtig los. Ja. Da. Und das Bein zur Seite. Und die Hüfte nach vorne bei hinten. Du musst ja uns ziehen. Schwupp. Wenn ihr das habt, einmal auf die Knie, auf die Füße, hoch in die Luft. Wir machen heute Knie. Und zwar, wie man Knie abwehrt, die nicht aus dem Clinch kommen, sondern aus dem stehenden Angriff, wo der Partner vielleicht schon greifen will, Clinch andeutet. Dazu ist es natürlich erstmal wichtig zu wissen, wie so ein richtig schönes Knie geht. Dafür nehme ich einmal den Helfer, der sich vorgestellt. Ich möchte mit meinem Knie hier hin. Es ist also wieder wichtig, wenn ein Partner trainiert, hält die Hose, aber macht sie schick vorher. Und ich möchte, ein häufiger Anfängerfehler ist, dass sie das Knie, wenn sie es im Schattenbox üben, einfach nur hochziehen. Ganz toller Anfänger zieht aber auch den Oberkörper nach unten, das sieht dann so aus. Das ist nicht so, wie es laufen wird. Eigentlich soll das Knie gerade nach vorne gehen. Das Knie könnt ihr auch mal so nach oben ziehen, aber dabei wollt ihr eher den Partner am Kopf runterziehen, ganz locker lassen. Dann könntet ihr so eine Technik bringen, ansonsten wollt ihr mit dem Knie in den Bauch gehen. Wenn man das kann, kann man auf den Stand einfach einen Schritt wie ein Knie vorbereiten und dann das Knie gerade nach vorne bringen. Manche haben dabei am Anfang große Probleme, das quasi so schräg spitz nach vorne zu bringen. Für die Leute empfehle ich immer, das Bein einfach nur gerade wie beim Kick hochziehen und dann aus der Position das Knie nach vorne stoßen. Das sieht dann so aus. 1, 2. Das sind dann 2 Bewegungen, hoch nach vorne. Aus diesen 2 Bewegungen wird dann irgendwann eine, die dann so aussieht. Beim Knie habt ihr für die Deckung 2 Möglichkeiten. Entweder ihr habt eine lange, typische Muay Thai-Deckung, wo ihr den Arm, der auf der Seite von dem Knie, was ihr benutzt, einmal rausfahrt und die Schulter über Kreuzarm fassen wollt. Benutze ich meinen rechten Arm, fasse ich seinen rechten Arm. Hier greife ich und dann kann ich hier und wunderschön in mein Knie reinziehen. Gerade wenn der Partner kleiner ist, kann man wunderschön auf den Kopf draufgreifen. Bei so großen Menschen wie Albert ist das ein bisschen blöd. Die andere Möglichkeit ist es aus der Doppeldeckung. Ihr habt zum Beispiel eine Boxkombination abgefeuert, seid hier in der Doppeldeckung, bringt euer Knie und bringt euch wieder in den Stand. Dann zieht ihr die Doppeldeckung nur leicht runter und bringt so das Knie. Was ich bitte nicht sehen möchte, ist, dass ihr den Arm auf der Seite, wo ihr das Knie macht, abfallen lässt.
Das ist dann so, als würde ich klicken. Das funktioniert allerdings nicht so gut, wenn du passiert. Genau das. Ihr seid hier offen und kriegt alle reingesteuert. Wenn ihr das linke Knie benutzen wollt, könnt ihr das auf verschiedene Art und Weise vorbereiten. Entweder, indem ihr auch einen Wechselschritt macht, wie bei dem Kick. Guck, steht ihr hier, macht einen Wechselschritt, greift, bringt das Knie, macht einen Wechselschritt, seid wieder doppelt, bringt euer Knie, setzt euch wieder ab. Die andere Möglichkeit, ihr steht lang, macht einen Umschritt, habt die Auslage gewechselt, könnt greifen, je nachdem, wie ihr eure Deckung haben wollt, und euer Knie. Kannst du das nochmal machen, weil wir sich versucht, die Verteidigung von der Seite. Ja. Also wenn der Olli jetzt rübergegriffen hat mit der Hand, ist er von der Seite geschützt, was den Kopf angeht. Und hier muss er noch den Arm zu machen. Ja, er kann das machen, er kann anwinkeln. Hauptsache, das, was hier kommt, tut dem Kopf nicht weh. Ja, das ist wichtig. Genau. Jetzt kommen wir dazu, was wir machen, wenn nicht jemand mit dem Knie hauen. Okay. Mit dem Knie hauen. Wenn er sein Knie in die Hand wird, also. Das Einfachste. Ich würde es erstmal grundlegend in vier Kategorien aufteilen. Und zwar einmal, ich will direkt mit der Faust antworten, ich will lang bleiben, ich will clinchen und ich will ihn auf den Boden bringen. Wir fangen damit an, wenn ich mit den Fäusten kontern will, dass die Fäuste von meiner Hüfte sind. Wo sind die denn da? Das sieht, das sieht gut sehr aus. Gut aus, aber das war jetzt noch was. Das Feng Shui. Das Feng Shui. Das die Ausstrahlung des Puzzles. Ja, alles schön. Ist schön. Gut. Dafür müsste ich Albert jetzt bitten, mir Knie zu geben. Oh, juhu! Luna geweckt. Da ist ein Feuer an, glaube ich. Nimm dieses. Genau. Oder dieses. Und zwar, wir fangen erstmal mit dem rechten an. Achso, du schlägst mich jetzt? Ja. Oh, ich möchte jetzt. Es ist quasi ein bisschen Boxer gegen Knie. Im Regelfall ist es so, dass trotz allem der gerne Knie macht, irgendwann anfangen wird, einfach mal zuzulaufen und zu greifen und Knie zu machen. Das heißt, man muss sich im Muay Thai einfach darauf einstellen, dass man den Clinch gezwungen wird und nur mit dem Boxen kontern. Funktioniert nicht so gut, aber ist einfach eine Möglichkeit, die wir einmal aufzeigen wollen. Wenn er mit seinem hinteren Knie angreifen will, ist es eine Möglichkeit, einen Schritt rauszumachen seitlich und dabei den Haken zu schlagen, weil die Möglichkeit besteht, dass er den Arm fallen lässt. Ich lasse jetzt den Arm fallen. Er wird jetzt mit Absicht machen. Genau. Dabei ist ein bisschen auf die Beine zu achten. Er kommt mit seinem Knie. Bang! Mache einen Schritt seitlich raus. Ja, als würde er auf mich zulaufen. Hier, seitlich raus, dabei hau ich. Entschuldigung. Zeigen wir es mal von der Seite, dass man den Winkel richtig sieht, dass du von da oben. Ah, von hinten. Genau. Er kommt, ich gehe raus und schlag dabei den Haken. Feststehen, Schritt, Haken. Stehen, Schritt, Haken. Da steht einerseits die Möglichkeit, dass er den Arm fallen lässt. Es kann auch sein, dass er hier lang ist. Dann kann ich so einen zweiten Angriff quasi vorbereiten. Er käme also auf mich zu. Ja. Genau. Ich gehe hier raus, er wird zwar geschützt. Ich werde allerdings jetzt in dieser Schachsituation sehr gut laufen können, zum Beispiel direkt mit einem Kick antworten oder mit einem Schlag oder wie es mir gerade beliebt und wie es die Situation gut zulässt. Ja. Ihr dürft doch nicht vergessen, dass wenn ich das Knie mache, ich stehe hier mehr auf einem Bein. Ja? In dem Moment, wo ich ihn nicht treffe und nicht seine Statur als mein Stützpfeiler nehme, ja, bin ich auf einem Bein, dann auf zwei. Selbst wenn er meine Schulter trifft, wird dann hau mal, kriege ich auf die Schulter dabei, bang, ja? Dass ich dann umkippe. Ja? Das ist schon sein Vorteil. Genau. Die andere Möglichkeit ist, dass er das andere Knie nimmt. Faszinierende Möglichkeit. Ja. Man hat immer zwei Knie. Zwei Knie. Dabei ist ein bisschen zu beachten, dass man halt anders rausgeht. Beim linken Bein, also wenn ich meine linke Seite benutzen möchte, ist das sehr leicht, weil der Schritt sehr zuvorkommend ist. Bei rechts ist so ein bisschen das Problem, dass ich ein bisschen mehr reingehe oder so seitlich. Das ist einfach eine Arbeit in der Beinarbeit, die man üben muss. Er wird wahrscheinlich einen Umschritt, einen Wechselschritt machen, wodurch ich auch mehr Zeit habe. Die Angriffthemen also lange hier rausgehen. Und hätte hier wieder die Möglichkeit, dabei den Schlag abzufeuern. Noch einmal. Das Ganze also einfach nur spiegelverkehrt sozusagen. Schritt, Schlag. Habt aber auch keine Angst, wenn ich ein bisschen näher stehe, also in der Distanz mein Knie mache, letztendlich, wenn man da ein bisschen trifft, ja. Wegrutscht. Ja. Die Faust besser. Wichtig dabei ist, ihr müsst den Winkel verändern. Ihr könnt nicht einfach nur stehen bleiben.
und einen Schlag machen, weil dann rennt, also dann lauft ihr quasi bei ihm offene Türen ein, weil er dann natürlich darauf vorbereitet ist, dass das Knie kommt. Ich möchte jetzt meinetwegen nur meinen Haken schlagen, wenn er das Knie angreift, locker. Dann ist er hier geschützt, der Haken trifft nicht richtig, mich trifft aber volle Kanone das Knie. Ich habe Tränen in den Augen und denke mir, Mann, das macht hier gar keinen Spaß. Und seit meiner Hand, ich halte mich noch sowas. Ja, dann würde es klappen, aber auch dann trifft euch auf das Knie und dann ist es quasi fest gegen Konaga sozusagen. Die andere Möglichkeit ist, ich möchte erstmal nicht schlagen, sondern ich möchte möglichst lang bleiben. Und dazu hat man die einfache Möglichkeit, die lange Deckung zu benutzen. Darüber machen wir vielleicht nochmal bei Gelegenheit ein extra Tutorial. Aber das Prinzip ist eigentlich ganz leicht. Wenn er nach vorne kommt, den Winkel verkürzt, um sein Knie zu machen, strecke ich meinen Arm aus. Wichtig ist, es muss ein Knie sein. Wenn er jetzt die ganze Zeit Kicks, Knie macht, dann ist die Gefahr, dass ich diesen langen Walk bringe und er hier reintritt da. Aber trotzdem funktioniert diese lange Deckung gegen die Knie. Wenn er da rechts Knie bringt, strecke ich meinen Arm aus. Hier treffe ich sogar perfekt in den Hals. In einem Sparring könnte das auch ein Schlag ins Gesicht sein. Und ich habe die Deckung, die perfekte Länge einmal, um mich zu verteidigen und kann daraus direkt einen Kick und einen Konter machen. Dabei ist es im Prinzip auch egal, welches Knie er nimmt, weil jeder Stopp ist. Ich stehe hier also gestoppt und könnte kicken. Nochmal. Ich versuche auf die Brust. Hier ist vollkommen in Ordnung. Für mich, auch beim Sparring, bei Brustschutz von der ab, Kehlkopf ist das Problem. Wie gesagt, hinterher im Sparring geht er auf den Kopf. Ich stehe also geblockt. Ich mache es. Und aus der Position kann ich dann direkt wieder kicken oder auch eine Rechte bringen. Also er käme, stoppe, schlage. Ich könnte auch selber mich entscheiden, da in dem Moment ein langes Knie zu bringen. Ich stoppe, anbringe, bringe. Lange Deckung, sehr schöne Sache. Die andere Sache ist, wenn ich mit den Beinen verteidigen will. Und zwar möchte ich da mal einen Kreuzblock bringen. Diesen Block finde ich besonders schön, wenn man danach in den Clinch gehen möchte, wenn man einfach schon näher dran ist. Man möchte also erstmal locker auf den Beinen sein, gerade was eher so, man steht fest, kann dann hier lang arbeiten oder hier im Winkel arbeiten. Jetzt sind wir erstmal in dem Modus, ein bisschen locker auf den Beinen zu sein und schön zu blöcken. Dieser Modell, ne? Wir gehen jetzt mal davon aus, einfach weil es ein bisschen leicht ist, möchte er erstmal mit seiner Linken angreifen. Er würde also einen Sprungschritt machen, hier mit dem Knie und dann ist es der Rang, bis mein Bein hochziehen und mit diesem Teil von meinem Knie auf die Innenseite seines Knies zu gehen. Noch einmal, geblockt. Daraus könnte ich direkt mit dem rechten Ellbogen oder mit dem rechten Knie kontern. Ich stehe hier also, benutze auch die Arme, um Stabilität aufzubauen, blocke, komme mit dem Ellbogen. Nochmal, blocke, komme mit dem Knie. Das geht besonders gut bei Leuten, wenn die ja, von außen kommen. Genau. Gerade wenn die sehr von außen kommen, dann muss dieser Kreuzblock nicht mehr so leicht nach unten anziehen, sondern das kann ein richtiger Kreuzblock dann einfach sein. Ansonsten ist es eher so, dass man das Knie auf dem Weg nach oben stoppen möchte. Wenn er mit dem hinteren Knie kommt, könnt ihr im Prinzip auch den vorderen Block nehmen, müsst ihr nur den Winkel ein bisschen ändern. Er kommt mit dem hinteren Knie und ich könnte quasi wie einen normalen Block stehen lassen. Zack. Und genauso mit der rechten Seite antworten. Oder ich nehme das andere Bein auch in einem Kreuzblock. Dann die Auslage gewechselt und könnte mir aussuchen, ob ich mit dem linken Knie oder dem linken Ellbogen komme, die dann zur Schlagseite wird, weil ich vorne stehe. Noch einmal beide Blocks, was mit dem Block. Wenn ihr als Knieender das seht, müsst ihr Kontrolle haben. Wenn ihr einfach mit vorne, wenn ihr reinfällt, dann tut das weh. Und dann ist nicht der Schuld. Wir geben den Kieler hin, dann macht sein Schienbein hoch, euch tut's weh. Ja, also jemand, der so gut blocken kann, der sorgt schnell dafür, dass wir hier nicht guten Knien seid, darauf keinen Bock mehr haben. Wir machen nochmal beide Blockmöglichkeiten und da ist es dann wieder die Sache, ich könnte auch mit meinem rechten Block sein linkes Knie blocken, wobei das schon eher schwierig wird. Das ist wirklich schon eine Sache, wo ich mir denke, da muss ich am liebsten das Vorderbein. Er kommt mit seinem linken Knie und ich blocke hier. Ich kann mir hier dann aussuchen, ob ich mit dem Knie-Konter oder mit dem Ellbogen-Konter direkt überkreuz.
Nochmal links. Hoch. Hoch. Nochmal links. Hoch. Hoch. Das rechte Knie nochmal zuvor machen. Ich werde mit meinem rechten Knie blocken. Er kommt. Hoch. Hoch. Ja. Jetzt mal. Oh, ich muss mehr. Das so werden wir hier ist. Umsetzen. Knie. Was auch geht beim Rechten, ist wieder den vorderen zu benutzen, indem ich hier gucke. Ha. Komm mal. Ha. Komm ich mit rechts. Hopp. Hopp. Ha. Die letzte Möglichkeit, die ich gerne benutze gegen das lange Knie, ist das Regeln. Oh. Oh. Oder, Dafür ist es wichtig. Oh. Ich mache auch nicht. Ihr seid in einer schönen langen Deckung. Ihr steht nicht so boxermäßig da. Dann funktioniert das ganz schwierig, sondern ihr seid eher ein bisschen offen und ein bisschen lang. Ja, checken. Und wenn er dann mit seinem rechten Knie kommen will, mache ich einen kleinen Schritt zur Seite. Kick ihn hier rein. Gleichzeitig habe ich die Arme schon lang. Ich steh jetzt einfach mal oben. Ja? Ja. Also ich komme hier hoch. Bang, hoch. Also das heißt, ich stehe erstmal noch stehen. Ja, das ist also ich will jetzt hier so stehen. Jetzt ja, genau. Ich habe hier den Arm, den ich hier andocken kann. Habe hier einen kleinen Schritt vielleicht sogar zur Seite gemacht. Und dann mache ich nichts anderes, außer gegen das Stand einzutreten. Dürft ihr nicht vergessen, dass wenn ihr ein Team macht, ihr steht eigentlich gerade physisch, ich stehe hier oben. Genau. Und wenn ihr jetzt auf den Fehler macht, dass ihr hüpft. Liegt dahin. Ja. Wichtig dabei ist aus meiner Sicht einerseits lang sein, ihr wollt hier gegendrücken, um hier überhaupt fließen zu können. Und auf der anderen Seite ist es, wenn er sein rechtes Knie bringt, werde ich mit meinem rechten Bein fegen. Wenn ich in dem Moment ein linkes benutze, kommt dann rechten Knie und ich trete hier rein, dann, auch wenn ich das Bein noch wegziehe, dann ist er quasi in dieser Position, hier kommt der Feger und kann noch lang vorne. Wenn ich hier, je nach hier wäre, dann hat er keine Möglichkeit auszuweichen, das gefällt mir einfach. Die Situation noch mal schön und langsam durchgehen. Ich bin jetzt schon festgehalten. Das wäre jetzt nicht die beste Situation. Wir machen das wieder sehr locker, damit wir uns nicht richtig auf den Boden legen, ja. Damit der Hund nicht verletzt wird. Nur eigentlich können wir das mega gut. Ja? Bis geht nachher. Fixi. Wir stehen ja also, das Knie kommt. Danke. Der hätte zum Beispiel sehr gut gelandet. Ja. Olli macht es doch ganz gerne, der Tag kriegt es sogar vorne, also er fängt. Vor meinem Fuß hier ist er manchmal mit seinen Fuß schon da. Dann komme ich gar nicht hoch. Also, ja, hier im Begriff. Und in dem Moment, wo mein Fuß den Boden berührt, dann habt ihr keine Chance mehr. Weil der einfach hier wegrutscht und euer eigenes Gewicht vorne rüber. Dann braucht ihr nicht noch was tun. Was ich persönlich sogar noch leichter finde, ist, wenn er mit dem linken Knie angreifen will, weil er diesen Umschritt machen muss. Und dann stehe ich hier, sehe seinen Umschritt kommen und genau in dem Moment, wo dann das Knie kommt, mache ich schon hier rein. Dabei kann ich schön schon meine lange Deckung ausfahren, das Knie kommt. Und einfach in dieser Position, ich habe ihn vielleicht nicht gerade lang stoppen können, ich werde vielleicht gleich zur Seite gedrückt, fege ich ihm das Bein wunderbar weg. Noch einmal links. Nochmal? Ja. Also, es ist nicht wirklich ein. Das könnte funktionieren, das würde funktionieren. Aber es ist auch mehr ein. Hier unten mache ich was und hier oben mache ich was. Genau, es ist. Das ist technischer, als wenn er nur sagt, okay. Wenn die Aktion schön kommt, sieht das wirklich so aus, als hättet ihr mit den Fingern geschnipst und der andere fliegt wirklich durch die Luft, weil dem oben und unten letztendlich wirklich. Will ich fliegen? Ja, das will ich. Ich bin ein mutiger Mensch. Weißt du doch. Ja, was links, ja? Ja. Fühle deine Sammlung. So, als allerletzte Sache. Kein Fliegen, kein Werfen? Kein Fliegen, kein Werfen. Würde ich jetzt noch was dazu sagen, wie man mit diesen langen Blocken gehen kann, weil das einfach wirklich sehr leicht ist, wenn der Partner mich knien will. Ich möchte den Partner knien oder er bringt den langen Block. Ich mache gegen das Knie. Mhm. Und er stoppt mich so. Das ist die einfachste Methode der Welt. Einfach hier, ich sehe, der Arm kommt, ihn runterzuziehen. Dann kann man trotzdem noch das Knie bringen. Ich habe dabei jetzt gerade so gewatschelt. Hinterher sieht das so aus wie Checking. Wir haben ein kleines Sparring. Irgendwann komme ich mit dem Knie. Ich komme hier wunderbar rein. Das ist wirklich sehr, sehr leicht, das einfach runterzuziehen. Deswegen ist das zwar eine Möglichkeit, die ihr aber immer wieder mit Tipps ergänzen müsst,
wo ihr die Gegner langhaltet, kickt, langhalten, kickt, schlagt, langhaltet. Ja. Das werden wir doch bis nächsten Freitag mal drauf ändern. Also. Das ist immer schön sein. Lange Deckung. Dankeschön. Dann wisst ihr Bescheid für nächsten Freitag. Lange Deckung. Montag müssen wir mal gucken. So. Bleibt gesund. Macht euch ein schönes Wochenende. Und viel Schnee. Schade gehabt.